Oh du Fröhliche, schallt es nun auch über die sonst so actionreichen Schlachtfelder von Overwatch. Denn das Winterwunderland hält seinen Einzug im Blizzards Team-Shooter. Neben vielen neuen Skins, Emotes, Sprüchen und Sprays gibt es nun auch einen neuen Modus für die Spieler. Mays Schneeballschlacht heißt er und der Name erklärt eigentlich schon, worum es geht. Zwei Sechsergruppen treten auf der Karte Antarktis gegeneinander an. Der Clou? Jeder spielt als May und statt ihres normalen Froststrahls verschießen die Spieler Schneeballkugeln. Diese eliminieren den Gegner bei einem direkten Treffer sofort. Damit die Partie nicht zu schnell vorbei ist, besitzt jeder Spieler nur einen Schuss. Danach muss er sich einen Schneehaufen suchen und dort einen neuen Schneeball holen. Sollte May dennoch unter heftigen Beschuss geraten, kann sie zur Verteidigung ihren gewohnten Eiswall beschwören oder sich in Kryostase begeben. Erreicht eure ultimative Fähigkeit hingegen die 100%, verwandelt sich eure Waffe für einige Zeit in einen halbautomatischen Schneeballwerfer. Dann seid ihr in der Lage, ununterbrochen Schneebälle auf die Feinde zu feuern. Das Team, das als erstes alle Kontrahenten abwirft, gewinnt die Runde. Wer als erstes 3 Runden gewonnen hat, gewinnt die Partie. Neben dem neuen Modus gibt es auch auf den Karten Hanamura und King's Row einige optische, stimmungsvolle Anpassungen. Dort schneit es, überall liegen Schneehaufen, die Gegenden sind weihnachtlich dekoriert und sogar die Fracht ähnelt dem Gefährt eines alten, bärtigen Mannes mit rotem Mantel. Die modifizierten Karten, Mays Schneeballschlacht sowie die festlichen Winterlootboxen sind noch bis zum 2. Januar verfügbar.